Keine Taille mehr. Dafür Orangenhaut. Eine ganze Menge. Männer gehen in diesem Alter doch auch alle aus dem Leim. Jetzt verkehren wir einen Ofen vor. Und die Haare liegen überall sprießen. Nicht nur da nicht, wo sie hingehört. Aus der Haare. Die Olle nebenher und morgens hat sie den Jüngeren. Und plötzlich dann die so ein Leuchten. Hör auf das Gesäusel am Telefon. Kein Wunder, dass wir von innen raus verschrumpeln. Kann man denn da gar nichts dagegen machen, glaub mir? Gar nichts kannst du dagegen tun. Doch, mach's doch wie unsere Mütter. Nicht, Corinna? Mit Butter! Einfach Butter! Älter werden geht von ganz allein. Man braucht erstaunlich wenig dafür zu tun, außer natürlich am Leben zu bleiben. Eines Morgens schlägst du die Augen auf und bist 40 Jahre alt. Mae West hat mal gesagt, Altern ist nichts für Feiglinge. Die Frage ist doch, was ist denn die Alternative? Hey, wann hattest du eigentlich das letzte Mal Sex? Na, was erwartest du? Deine Kerze ins Fenster stellen? Danke. Wann hattest denn du eigentlich das letzte Mal Sex? Ja, hallo? Hallo, hey. Oh, hi, Franziska. Sag bloß, euer Fohlen ist schon da. Nee, immer noch nicht. Wenn's heute nicht kommt, will Nennis holen. Du sag, wie geht's bei euch? Was macht Mama? Ganz gut. Neulich hat sie gesagt, ich habe wirklich kein Problem mit Franziskas Privatleben. Nennis ist eine zauberhafte Schwiegertochter. Aber kann es nicht wenigstens ein bisschen Lippenstift sein? Na, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du mit ihr in den Ferien anfängst. Die amüsiert sich schon alleine. Pass mal lieber auf, dass sie nicht eines Tages mit all ihren Freundinnen bei dir vor der Tür steht. Für sie ist es doch eine Zumutung, dass ausgerechnet ihre Lieblingstochter in Amerika Pferde züchtet. Da kommt Peter. Ich telefoniere gerade mit Franziska. Das kann ja länger dauern. Du, ich ruf später nochmal an, okay? Ciao, ciao. Mit wem hast du gerade telefoniert? War das wichtig? Nee, wieso? Naja, wieso eigentlich? Vielleicht, weil du so verdammt glücklich ausgesehen hast beim Telefonieren. Ja, hallo? 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 Daniel, wir essen doch gleich. Oh, hi. Du, warte mal kurz. Oh, fuck, im Ernst? Klar bin ich am Start. Oh, shit. Ist doch prima, oder? Unser Sohn kann sprechen. Ja, sein Englisch wird auch immer besser. Hi, Mama. Hi. Erinnerst du dich an den blinden Rottweiler, von dem ich dir erzählt habe? Diese Jacke sieht wirklich verboten aus. Zum Friseur könntest du auch mal wieder gehen. Stell dir vor, der hat jetzt ein Pärchen gefunden. Warst du schon wieder in dem Tierheim? Nicht erschrecken, ist irgendwas mit deiner Mutter. Hallo? Ach, ich hatte schon gehofft, dass es der Arzt ist. Es ist nur Helen, deine Tochter. Was ist denn nun passiert?
Mamilein, es wird alles wieder gut. Mach dir keine Sorgen, hm? Ich habe die Heizung hochgestellt, damit sie sich nicht erkältet. Das ist in unserem Alter oft der Anfang vom Ende. Wo bleibt denn dein Notarzt? Sie spricht nicht. Ich glaube, sie erkennt uns auch gar nicht. Mich erkennt sie schon. Aber mich sieht sie ja auch öfter. Kommen Sie rein. Ist Ihre Tochter? Ich habe sie gefunden, Herr Doktor. Ich bin Ihre beste Freundin. Die ganze Nacht ihre Goldfische gesucht. Aber sie hat doch schon lange keine Goldfische mehr. Und sie hat mich immer wieder gefragt, wo bleibt Gustav? Wo bleibt Gustav, verstehst du? Sie hat nicht einmal mehr gewusst, dass Vater längst tot ist. Oh, Peter, sie wird nie wieder spontan drei Paar Schuhe kaufen oder eine Bridge-Reise organisieren. Vielleicht wird ja alles wieder gut. Ich habe dauernd versucht, dich zu erreichen. Wo warst du denn? Na, auf dem Weg zu dir. Den ganzen Morgen. Vorher habe ich mit Willem noch Blumen ausgeliefert. Lass uns kurz Halt machen. Wir sind doch fast zu Hause. Trotzdem, lass uns kurz einen Kaffee trinken. Steht dir gut an, Jacket? Hallo. Hallo. Wir haben gehört, dass es den Apfelkuchen heute gratis gibt. Aber nur für Stammkunden. Na, vielleicht wollen wir die ja werden. Für mich nur einen Kaffee, bitte. Oh, danke. So, bitteschön. Wie war's in der Gärtnerei? Tut mir leid, dass ich euch mit der ganzen Arbeit alleine lassen musste. Darüber möchte ich jetzt nicht mit dir reden. Ich möchte mit offenen Karten spielen. Seit Monaten habe ich diesen Moment kommen sehen. Wir beide haben diesen Moment doch kommen sehen. Ich habe eine andere Frau kennengelernt. Eine, mit der ich hin und wieder mal schlafen kann. Sie ist immerhin deine Mutter. Was sagst du? Helen, sollten wir nicht vielleicht deine Mutter bei uns aufnehmen? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich finde nur, das können wir nicht unbesprochen lassen. Aber womöglich stellt sich heraus, dass sie rund um die Uhr betreut werden muss. Ich kann sie doch nicht ständig im Auge halten. Du bist doch sowieso den ganzen Tag zu Hause. Entschuldigung, was glaubst du eigentlich, was ich den ganzen Tag mache? Wer kümmert sich denn um die Bestellungen? Um die Anzeigen, um die Abrechnungen und jetzt auch noch um deinen Online-Versand, hm? Das kriegst du schon hin. Wenn das mit dem Online-Geschäft gut anläuft, dann brauchen wir unbedingt ein weiteres Treibhaus. Ich meine, was kommt da auf uns zu? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was so ein Heim kostet? Nein. Ich möchte nicht für meine Mutter sorgen. Ich bin so froh, dass du so schnell gekommen bist. Wollen wir gleich zu Mama fahren? Ach, wie blöd. Du musst doch total müde sein von dem Flug. Und habe ich noch einen Wunsch frei? Schwarzbrot, alter Gouda und Senf. Ja. Was ist los mit Mama? Sie war doch nie krank. Mir geht's wirklich nicht gut, oder? Nee. Das geht ja nicht gut. Wie geht es, Nell? Kannst du dich eigentlich noch an dein Leben ohne sie erinnern? Da bin ich abends nach Hause und habe eine Flasche Whisky geleert. Hallo, Franziska. Hey! Hallo. Lizzie Pizzy. Oh. Na, du Hübsche. Wie heißt euer neues Freund? Geplant war Bridget, aber dann kam ein Mark Darcy. Und ihr seid die bescheuerten Eltern. Ja, nee, strickt noch einen Elchpullover. Bridget Jones, immer noch der Film zum Thema, die ganze Welt ist schlecht und ich bin dick. Der Film hat Schokolade zum Frühstück. Und das Tier auf diesem peinlichen Pullover ist ein Rentier. Wow. Cool. Wie geht es dir heute? Wir fahren gleich hin. Sie meint nicht, Mama. Ich war gestern bei ihr in der Wohnung, um ein paar Sachen fürs Krankenhaus zu holen.
Da kam Ellie, erinnerst du dich? Und sagte, was ist mit der Schildkröte, Helen? Na, was machen wir mit der Schildkröte? Ich habe nicht mal die leiseste Ahnung gehabt, dass Mama überhaupt eine Schildkröte hatte. Hat sie vor 2 Wochen mal ein Bingo gewonnen. Tja, ein richtiger Glücksbild. Guck mal, ist Bingo nicht süß? Wie nennen sie Bingo? Ellie, die gibt's alle noch irgendwie rührend. All diese alten Leute, die sich gemeinsam das Leben verschönern, nur weil sie zufällig nebeneinander wohnen. Die meisten ihrer Freunde haben sie längst begraben. Außer natürlich ihre Schildkröten. Die werden noch 100 Jahre. Wo willst du denn jetzt hin, sag mal? Hunde füttern? Nee, jetzt bleibst du erstmal hier zum Essen. Komm, ich mach dir ein Käsebrot. Ich will keinen Käse, die armen Kühe. Erst essen sie verseuchtes Gras und dann haben sie entzündete Euter von diesen dämlichen Milchmaschinen. Na hoppla, wo lernt man denn sowas? Im Tierheim. Willkommen auf unserer Farm, da bist du bestimmt Vegetarierin. Sie ist halb Vegetarierin. Salami und Würstchen geht. Ich verstehe doch gar nichts, das ist Tierquälerei. Was für eine entzückende Mischung aus Wut und Hormonen. Ja, genau wie bei mir. Wollen wir los? Ja. Franziska, man kann nie sagen, in welchem Zustand sich Mama gerade befindet. Das ist ja da nichts Neues. Weißt du, sie ist weg. Ein für alle Mal. Es ist nur noch ihre Hülle. Sie wird nie wieder abends nach den Spätnachrichten anrufen, um uns die Ohren voll zu quatschen über den Zustand dieser Welt. Sie... Was macht die Schule? Wochenlang kriege ich keine Menschenseele zu Gesicht. Aber Helen kommt doch jeden Abend. Helen? Die sehe ich nie. Schau mal, was Franziska dir mitgebracht hat. Na, riech doch mal. Was? Ich höre ja gar nichts. Soll ich eine Vase bringen? Was machst du denn da? Ich komme deine Wäsche holen. Nein, Helen kommt gleich. Helen soll das machen. Gehen Sie weg. Oh mein Gott, Mama, aber das hier ist doch Helen. Soll ich Helen die Wäsche geben? Ist dir das recht? Ja, ja. Helen soll das machen. Ja. Oh, ich brauche sofort einen Schnaps. Oh, hallo Peter. Franziska, das hat ja schnell geklappt. Wie lange bleibst du? Willst du mich wohl wieder loswerden? Ich habe nur Angst um meine Schnapsvorräte. War wohl nicht so gut heute? Sie hat Helen noch nie mal erkannt. Und wie war dein Tag? Sind die Unterlagen eigentlich beim Steuerberater? Wann hätte ich das schaffen sollen? Wo ist denn Lissy? Krault glückliche Hundebäuche. Aber denk bitte morgen dran. Und der andere, der gelegentlich zum Essen vorbeikommt? Du meinst der picklige junge Mann, wie heißt er nochmal? Daniel? Heute hatten wir Väter sind mies, Schule ist mies, unsere Chips sind obermies. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt ist er gerade bei seiner Freundin. Was? Wo? Daniel hat eine Freundin, ist ja süß. Quatsch, die machen Musik zusammen. Mhm. Bei uns war's immer Mathe. Mami, nein. Ob das alles ist, was vom Leben übrig bleibt? Vielleicht ist es gar nicht so wenig. Wer weiß, was sie im Inneren alles noch so bewegt. Das frage ich mich bei den Kindern auch. Machst du dir wieder Sorgen wegen Lissy? Manchmal frage ich mich das auch bei dir. Vermutlich ist sie verliebt in so einen Mark Darcy. Etwa so einen pickligen Jungen aus ihrer Klasse? Helen, sie fühlt sich unverstanden. Und sie wünscht sich eine pinkfarbene Zahnspange zum Geburtstag. Das hat sie dir gesagt? Mhm. Sie wollte ins Kino. Einen kleinen Vorschuss auf ihr Taschengeld. Wahrscheinlich ist sie mit einer Freundin unterwegs. Du sagst mir Bescheid, wenn ich mich ihretwegen prügeln muss. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich mal um mich geprügelt hast? Mike hieß der, oder? Mhm. Ich weiß, Frauen werden alt, sie sehen nicht mehr gut aus, sie fangen an zu schnarchen, sagt Charles Bukowski. Meinst du, Daniel ist okay? Du sagst doch selbst, sie machen Musik zusammen.
Schnarche ich eigentlich? Ich hasse Charles Bukowski. Oh, der Wein ist gut. Das Rezept ist von Nell. Wenn du einmal anfängst, hörst du nicht mehr auf. Was stimmt doch nicht mit dir? Hm? Und sag jetzt nicht, dass es Mama ist. Ich glaube, es ist einfach im Moment alles ein bisschen viel. Liz ist seit ein paar Wochen so rebellisch. Daniel ist überhaupt nicht mehr vorhanden und Peter... Schaut der langbeinigen Blondine nach, der alte Schwerenhüter. Nee, so einfach ist es leider nicht. Oder geht er fremd? Nein. Ich glaube nicht. Der ist nur... Der wirkt auf einmal so jugendlich, so euphorisch, während ich... Hat er neue Unterwäsche oder teures Aftershave gekauft? Nein, aber er... Dann besteht Hoffnung. Der lächelt beim Telefonieren. Ist doch schlimmer, als ich dachte. Hallo. Hallo. Da sind wir. Ich bin Bill. Folgen Sie mir bitte. Telefonanschluss ist vorhanden. Fernseher können Sie beantragen. Kümmern müssen Sie sich leider selber drum. Friseurbesuche sind möglich, müssen aber vorher vereinbart werden. Um Gebiss, Brille oder Stützstrümpfe müssen Sie sich kümmern. Sämtliche Kleidungsstücke müssen mit einem Namensschildchen versehen sein. Und für Sie habe ich auch schon mal ein paar Hausaufgaben mitgebracht. Hier, ein paar Broschüren über CVA und Aphasie. Ja, da werden wir. Ganz schön hier. Darf ich? Ach, danke schön. Na, Mamilein, wie gefällt's dir? Kommt dir ganz schön was auf uns zu. Auf uns, habe ich das richtig gehört? Das ist aber eine gute Nachricht. Auf dich, ich weiß. Schaffst du das? Glaubst du, es würde sich negativ auf meine Ehe auswirken, wenn ich anfange zu trinken? Jetzt sei doch mal ernst. Also, ich weiß ja auch nicht. Sei du nicht so scheinheilig. Ich bin gleich wieder da. Natürlich bleibt das alles an mir hängen. Du fliegst zurück und hütest deine Fohlen. So, ich bin jetzt fertig. Wir können los. Nein, Mami, du musst erst mal hier bleiben. Soll ich mein Leben, meine ganze Existenz aufgeben, nach Deutschland zurückkommen und Mama pflegen? Ja, du warst immer ihr Liebling. Oh klar, jetzt kommt die Nummer. Das stimmt doch gar nicht. Okay, Mama hat die ganze Zeit immer nur an sich selbst gedacht. Dafür werden wir sie jetzt mal ordentlich bestrafen, das. Fohlen hüten. Du, was die Kosten angeht... Also, wenn Ihre Rente nicht reicht, das teilen wir uns natürlich. Und mich? Bezahlst du mich auch? Weißt du was? Das bist jetzt nicht du. Das sind irgendwelche Hormone, die da verrückt spielen. Mach was dagegen. Bevor Sie sich dem Alkohol hingeben, holen Sie mich an. Ja, danke. Ja, Mama, way to the airport. Right. So, you see in a couple of hours. I love you. Mein Taxi wartet draußen. Was, heute schon? Du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Die hier aus dem Staub machen. Ja klar, fahr zu deinen Hippies, fahr zu deinen Pferden. Du warst überhaupt noch nie da, wenn es schwierig wurde. Um auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich schaffe es nicht alleine. Und? Was machen wir jetzt? Ach komm, hau ab. Jetzt versäumst du noch dein Flugzeug. Thank you.
Bloß als schwarz würde dir auch stehen. Mhm. Kann ich dir ein buntes Armband haben? Was hast du denn vor? Na, ich wollte... Und warum trägst du deine Zahnspange nicht? Oh, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ich glaube, wir beiden sollten uns mal unterhalten. Worüber denn? Du bist doch sowieso nie da. Aber du weißt so, dass ich mich im Moment erstmal um Oma kümmern muss. Na und? Hannes hat gestern Pizza ausgegeben und danach hatte ich Spinat an der Zahnspange. Und ich hab's nicht mal gemerkt. Weil es eigentlich mega peinlich sowas ist. Ich würde sowieso viel lieber bei Franziska wohnen. Die macht nämlich nicht so einen Aufstand, wenn ich mich um Tiere kümmern will. Besondere ist, dass unsere Mädchenaugen noch von Hand bestäubt werden. Ach, ich dachte immer, das machen die Bienchen. Oh, das müssen Sie mir beim Café mal genauer erzählen. Ja, wenn Sie nachher liefern vielleicht? Ich hoffe doch, dass wir uns sehen. Ja, ja, ich muss mich doch vergewissern, dass unsere Mädchenaugen in die richtigen Hände geraten. Das ist doch wunderbar. Was hätte ich gesagt? Zum Bestäuben sehen wir uns wieder. Ich freue mich wirklich. Ja, das ist herrlich. Weiß deine Landhausfreundin eigentlich, wie giftig Mädchenaugen sind? Bis dann. Ja, bis dann. Oh, hallo, Bill. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihre Mutter nicht genug Kleidung hier hat. Zumal in Anbetracht Ihrer Inkontinenz. Inkontinenz? Krass. Ja. Und sie benötigt dringend Einlagen. Also Sie meinen Inkontinenzeinlagen? Ja. Und eigentlich wollte ich wissen, wann ich Sie wiedersehe. Aber das Erste stimmt auch. Naja, ich werde die natürlich sofort besorgen. Ich hatte eigentlich vor, morgen zu kommen. Ich bringe dann auch alles mit. Vielen Dank. Bis morgen dann, Bill, wieder an. Was gibt's eigentlich zu essen? Hallo, Daniel. Ja, es geht mir gut. Aber schön, dass du nachfragst. Wir essen heute Abend. Wenn du jetzt Hunger hast, mach dir ein Brot. Wie war's in der Schule? Kein gutes Thema. Und was ist ein gutes Thema? Keine Ahnung. Keine Zeit. Was heißt keine Zeit? Ich muss nur schnell zur Apotheke für Oma was besorgen. Im Gegensatz zu dir habe ich noch ein Privatleben. Nee, mein Lieber, heute Abend bleibst du hier. Wann hast du eigentlich dein Zimmer zum letzten Mal aufgeräumt? Was willst du jetzt hören? Sag's einfach. Ist mir alles zu stressig hier. Schönen guten Tag. Kann ich helfen? Inkontinenzeinlagen, bitte. Für Ihre Mutter nehme ich an. Was glauben Sie denn? So, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja, Weltfrieden. Danke, das war's. 7,95. Das ist heute der Mann, mit dem ich seit 20 Jahren auf dem Sofa hocke, der fröhlich pfeifend zu seiner Gutsherrin fährt und mich komplett übersieht, während ich Inkontinenzeinlagen meiner Mutter durch die Gegend kutschiere. Helen, wir sind immer noch verheiratet. Ja, und? Darf ich dich nicht mehr ansehen? Du bist heute an mir vorbeigefahren. Ich habe die Blume dann Frau von Kampe ausgeliefert. Du hast mich nicht mal bemerkt. War Willem eigentlich dabei? Der hatte zu tun. Helen, was ist schon wieder los? Weißt du überhaupt, wie wichtig dieser Auftrag für uns ist? Frau von Kampe will ihren gesamten Garten neu gestalten. Uns ist die Vorsitzende des Landschaftsverbandes und wir sollten... Ja, ich weiß, das Treibhaus. Mir musst du über unser Geschäft doch nichts erzählen. Und dann ist ja gut. Dann kannst du mich mit diesem Unsinn in Ruhe lassen. Du bedauerst doch nur, dass du keine Zeit hast, in Ruhe fremdzugehen. Außer natürlich, wenn ich bei meiner Mutter bin. Ein Paket Einlagen und ich fahren gleich zu dem feschen Pfleger, der mich wiedersehen will. Morgen. Ich bin Kali. Sie sind bestimmt Helen. Ja. Ich gehöre zu Daniel. Ah ja, das sehe ich. Und Ihre Eltern erlauben das? Oh, ich habe gesagt, ich bin bei meiner Freundin. Ach so.
ob wir vielleicht einen grünen Tee haben könnten. Das wäre super nett. Mit Milch. Geht das? Ja, wenn Sie bitte dafür sorgen, dass Daniel pünktlich zur Schule kommt. Ja, kein Problem. Peter, du wirst es nicht glauben, aber im Bad ist... Erstör ich dich? Wir müssen uns damit abfinden. Unser Sohn wird erwachsen. Heißt das, du wusstest davon? Helen, wir waren doch auch mal jung. Jetzt mach nicht so ein Gesicht. Carly ist doch ein nettes Mädchen. Carly? Offenbar sind ja alle bestens informiert. Klar, nur weil ich ausrangiert bin, kann ich die Kinder nicht daran hindern, nach Herzenslust zu experimentieren. Ja, ja, doch. Doch, ich komme jetzt nach Hause. Ja. Nach Hause. Hallo, Mama. Nein, Mama, du kannst jetzt nicht nach Hause. Doch, ich habe eben mit meiner Tochter gesprochen. Gib mir her. Sag dir mal, was ich dir mitgebracht habe. Hier. Möchtest du die vielleicht anziehen? Mit einem schönen Rock? Schau mal. Das ist hübsch, nicht? Kennst du die? Mami, das sind wir beide, du und ich. Du bist jetzt die Mutter, ne? Zu Hause habe ich auch so ein schönes Kleid. Ein sehr teures Kleid. Das findest du nie. Gehst du schon wieder weg? Ich muss für Lissi, Daniel und Peter was zum Essen kochen. Ja, dann pack ich mal, nicht? Nein, nein, nein. Nein, Mama. Es ist schon spät. Es wird bald dunkel. Ja. Dann gehe ich eben in ein Hotel. Die Hotels sind alle schon zu. Die Menschen schlafen längst. Wieso? Ist es schon Nacht? Bleibst du auch da? Ich habe keine Zahnbürste dabei. Du vergisst eben auch alles. Na, Mama. Frei. Gehen Sie mit mir ein Bier trinken? Wirklich gerne, aber nein, leider, ich muss jetzt nach Hause. Gut, dann fahre ich Sie. Womit? Damit? Nee, Quatsch. Mit Ihrem Auto natürlich. Nicht einmal miteinander geredet. Ich mit Ihnen schon. Das haben Sie nur nicht bemerkt. Ich treffe nicht oft solche Frauen wie Sie. Wenn ich ehrlich bin, treffe ich solche Frauen wie Sie überhaupt nicht. Das ist eher verwunderlich. Ich meine, Sie haben doch, abgesehen von den Pflegefällen, fast nur mit meiner Altersgruppe zu tun. Also, gute Nacht. Der Schlüssel. Ach so. Ja, danke. Ja, gute Nacht. Hallo. Ach, ihr esst schon? Hey, warst du beim Steuerberater? Das mache ich morgen. Nächste Woche fangen die Ferien an. Auch wenn ich dieses Jahr wenig Zeit habe. Oh Gott. Was machen wir denn bloß mit meiner Mama? Wieso kann sie denn nicht mitfahren? Na, weil sie krank ist und ständig Pflege braucht. Es sei denn, wir nehmen den Pfleger mit. Echt? Aber wir sind doch da. Rechnet nicht mit mir. Ich fahre mit Carly nach Schweden. Du tust was? Mit Carly nach Schweden? Darüber reden wir aber noch mal. Wie wollt ihr das denn bezahlen? Wir werden schon nicht verhungern.
Ist doch cool, außerdem kann man da überall zelten. Jak her min Softsack mit Mik. Das heißt, ich habe meinen Schlafsack dabei. Hat Kali mir beigebracht. Skull. Da schau dir das an. Die Klamotten von Daniels Freundin. Sind wir nicht eine große Familie? Darf ich schon ihre Wäsche waschen? Helen. Und wenn es nach dir geht, kommen demnächst ja auch noch die Windeln von meiner Mutter dazu. Sexy. Das gehört deiner Tochter. Ich war doch gerade noch so klein. Jetzt ist sie bald so groß wie ich. Du machst dir so viel überflüssige Gedanken in letzter Zeit. Wo ist denn dein Humor geblieben? Aggression und Hitzewallungen sind nun mal eine verdammt miese Kombination. Ja, das ist eigentlich alles. Okay, bis dann. Bis dann, tschüss. Meine Oma hat angerufen. Ist sie noch dran? Mhm. Wie hat sie das denn hingekriegt? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie die ganze Zeit so wirres Zeug geredet. Von wegen lieber Tod und immer wieder lieber Tod. Ach, Kleines, das darfst du nicht so wörtlich nehmen, hm? Sie hat nur versucht auszudrücken, dass das Leben für sie im Moment sehr schwer ist. Wir können ja immer noch versuchen, an irgendwas anderes zu denken, wenn es uns mal so richtig schlecht geht. Aber Oma kann das einfach nicht. Und darum ist der Kummer für sie natürlich 10-mal so schlimm. Das ist so traurig. Ja, das ist auch traurig. Kriegst du das später auch, Mama? Sie wird immer deine geliebte Großmutter bleiben. Hm? Mit einem so großen Herzen für dich. Wieso kann sie denn nicht einfach eingeschläfert werden? Lissi, Oma ist kein Hund. Ja, und? Also wenn ich sie wäre, würde ich das wollen. Ich meine, einen Hund lassen sie wenigstens nicht leiden. Hast du eigentlich keine Lust, sie mal zu besuchen? Wenn sie mal einen guten Tag hat? Papa und ich sind gestern nach der Schule vorbeigefahren. Ihr wart bei ihr? Wieso weiß ich das denn nicht? Ja, sie hatte doch so Sehnsucht nach Bingo. Ihr habt die Schildkröte dabei gehabt? Ja, und dann haben wir die Nummern im Telefon eingespeichert. Wir sind die 2 und dein Handy ist die 1. Na, wie schön, dass ich das auch endlich mal erfahre. Jetzt sei doch nicht gleich so genervt. Freu dich doch einfach mal. Ja, aber ihr könnt es doch nicht alles ohne mich immer... Na, komm her. Sag mal, hast du denn keine Lust, dass wir 3 sie mal besuchen gehen? Du, ich und Bingo? Ja, klar. Ich muss jetzt los. Hannes hat mich darum gebeten, noch ein paar Hunde auszuführen. Dann tschüss. Ja, tschüss. Ja, Mama? Willst du einkaufen? Dass wir Nasentropfen mitbringen? Ja, hallo, Mama? Nein, keine Angst, du bist nicht entführt worden. Ich komme morgen wieder zu dir und dann können wir... Nein, das ist kein Entführer, das ist sicherlich Bill. Gib ihn mir mal. Hallo, Bill? Hören Sie auf, meine Mutter zu entführen oder sie als Geisel zu nehmen. Ich krieg das sowieso aus. Irgendwas, das ich wissen müsste. Wieso? Hallo, Frau von Kampe. Mein Mann kann leider gerade nicht ans Telefon. Dummerweise stehe ich genau vor ihm. Ich lege mich ins Bett. Mein Kopf ist so dumm und meine Nase verstopft. Klar, Erektionsstörungen, kein Problem. Das klären wir öffentlich auf 2x3 Metern. Haushoch, wenn es sein muss. Und wir Frauen, wenn wir mal eine Störung haben, sind wir alt. Ihr Nasenspray. Brauchen Sie noch eine Tüte? Nein, danke. Das macht dann 30-10. Ach, Mama, irgendwann werde ich dir sagen müssen, dass du nie wieder nach Hause kannst. Jetzt tu bloß nicht so, als hättest du mich nicht gesehen, Helen. Entschuldige, Ellie, ich habe so vor mich hingeträumt. Wie geht's denn? Ich hatte mir sowieso vorgenommen, mal bei dir anzurufen. Ich habe alle Nase lang deine Mutter am Apparat völlig aufgelöst. Wird sie denn da richtig betreut? So wie ich das verstanden habe, gibt's da nicht mal einen Arzt. Glückwunsch. Deine Nummer ist bestimmt unter 3 gespeichert. So empfindet sie das, aber in Wahrheit hat sie natürlich... Du denkst, die spinnt sich da was zurecht? Nein, aber im Moment überblickt sie die Dinge einfach nicht so ganz. Das sieht ihr aber gar nicht ähnlich. Ja,
So ist es aber. Das geht mich ja auch nichts an, aber wenn ich du wäre, würde ich sie da wegholen. Das kann man seiner Mutter nicht zumuten. Ihr habt doch genug Platz, warum nehmt ihr sie nicht mit zu euch? Den ganzen Tag im Pyjama, das ist nun wirklich nichts für Margret. Jetzt warten wir einfach mal ab, was sie für Fortschritte macht. Hm? Ich fahre übrigens morgen wieder zu ihr und dann werde ich sie von dir grüßen, ja? Das mag altmodisch sein, Helen, aber ich finde, dass man seinen Eltern gegenüber verpflichtet ist. Du verdankst Margret dein Leben und die Wohnung kann auch nicht ewig leer stehen. Eine unbewohnte Wohnung, das kann ja wer weiß was nach sich ziehen. Ja. Ich leg mich jetzt ins Bett. Mein Kopf ist so dumpf und meine Nase verstopft. Peter? Das gibt's doch nicht. Peter! Du bist doch hier irgendwo. Was machen Sie denn da? Wo ist mein Mann? Peter! Peter! Also, dass er hier ist. Sie haben sich wohl nicht ganz im Griff, oder? Wenn Sie nicht sofort mein Grundstück verlassen, dann rufe ich die Polizei. Oder vielleicht besser den Notarzt. Warum versuchen Sie es denn nicht übers Internet? Da finden Sie vielleicht einen. Helen, was machst du denn hier? Ach, macht Ihr Mann das öfter? Unbefugt das Haus verlassen? Heute jedenfalls bestäubt er wohl einen anderen Garten. Was habe ich denn mitgemacht? Frau von Kampe hat angerufen, kurz nach deinem Auftritt. Was ist verdammt nochmal in dich gefahren? Kannst du das bitte mal erklären? Drehst du jetzt komplett durch? Das kann doch alles nicht wahr sein. Heute gab es wieder 3 Beschwerden, weil Lieferungen nicht pünktlich erfolgt sind. Und ich kann nicht mal die Bestellungen finden. Und was machst du? Platzt mir nichts, dir nichts bei unserer wichtigsten Kundin rein und beschimpfst sie in einer geradezu grotesken Weise. Ja, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich bin noch lange nicht fertig. Du hörst mir jetzt mal zu. Frau von Kampe hat sämtliche Aufträge storniert. Weißt du warum? Weil sie keine Zeit hat für hysterische Gärtnersfrauen. Und das erzählt sie nicht nur all ihren betuchten Gartenfreundinnen, sondern auch so mal nebenbei auf der nächsten Sitzung des Landschaftsverbandes. Wilhelm durfte sofort nach Hause fahren. Weißt du, was das bedeutet? Du wolltest mal kurz in die Apotheke, verschwindest, kommst zurück und in der Zwischenzeit hast du meinen Betrieb ruiniert. Das ist immer noch unser Betrieb. So, aha, dann kümmere dich mal um unseren Betrieb. Der Steuerberater hat angerufen, die Unterlagen fürs Finanzamt fehlen. Die Bank braucht die Steuerbescheide für den Kreditantrag. Glaubst du eigentlich, du kannst mit deiner Mutter alles entschuldigen? Jetzt hab dich doch nicht so! Uns steht das Wasser bis zum Hals. Wenn die Aufträge storniert werden, geht's nicht mehr um ein neues Gewächshaus. Ich verlange von dir, dass du dich bei Frau von Kampe entschuldigst. Für Hausbesuche bist du doch zuständig. Und nimm nicht jedes Mal die Salatschüssel. Soll ich sie diesmal ein bisschen kürzer schneiden? Deine Haare dünnen im Moment so aus. Guck mich an, diese Strähnen. Wenn ich die nicht jeden Tag über die Rundbürste föhne, sehe ich aus wie eine kranke Pute. Grausig, ne? Na ja. Wird ihm alles ein bisschen schlaffer. Geh zurück. Sag mal, wird dein Schamhaar auch schon grau? Soll ich dir was zum Färben geben? Hier. 12,95. Und erst die Oberarme. Siehst du, was ich meine? Ja. Der ganze Laden sackt in sich zusammen. Gegen einfallendes Bindegewebe ist kein Kraut gewachsen. Ach, hör mir doch auf, Helen. Irgendwann bist du zu schwabbelig für eine ärmellose Bluse. Bedecken ist die einzige Lösung. Und da wundert sich Hans, dass ich ihn manchmal wegen einer Kleinigkeit schon am liebsten ein Messer zwischen die Rippen stechen möchte. Ja, wie würdest du es denn finden? Frag ich ihn dann. Wenn dein eigener Körper vor deinen Augen einfach auseinanderfällt. Hör mal doch auf. Na klar wissen wir, dass es so kommt. Aber wenn es soweit ist, sag ich dir, du, dann ziehst dir den Boden unter den Füßen weg.
Weißt du, wenn ich das jetzt hier ein bisschen stufig schneide, dann sieht man die gelichtete Stelle gar nicht. Oder fast nicht. Du frisst ja gar nichts. Du denkst, es ist schon wieder Zeit für einen Winterschlaf, hm? Hey, Mama. Hi. Oh, wie schön. Ist dir abgegeben worden? War deine Karte dabei? Sorry, Mama, aber... Ah. Ist die etwa von dir? Bist du süß, Lizzie. Vielen Dank. Nein, die habe ich geschenkt bekommen. Wer schenkt dir denn eine Rose? Ist doch egal. Aber mir kannst du es doch sagen, Lizzie. Ach. Ja, hallo, Mama? Nein, ich bin's, Bill. Es tut mir leid wegen neulich. Ich habe mich blöd benommen. Aber ich war auch irgendwie so... Ich wollte nur sagen, Ihre Mutter ist heute Morgen auf die Knie gesunken und... Naja, hockt da im Moment immer noch. Und murmelt die ganze Zeit, erlöse mich von Helen. Mutter Maria, erlöse mich von Helen. Tja, jetzt sind Sie wohl die Übeltäterin, was? Geht's mit mir essen? Ich glaube, nein. Ich hol Sie ab. Nein, es geht nicht. Beschwert sich, dass du seine Überstunden nicht richtig abgerechnet hast. Die Druckerei hat angerufen, dass die Vorlagen für den Katalog noch nicht da sind. Sind inzwischen die Unterlagen beim Steuerberater? Ist dir eigentlich klar, dass unsere Firma vor dem Ruin steht, wenn du so weitermachst? Ich habe Willem am Montag die überarbeiteten Unterlagen in die Hand gedrückt. Warum sagt er dann... Mensch, ich mache das jetzt 20 Jahre. Willst du mir jetzt ständig was vorwerfen? Was heißt hier ständig? Genau, was ich sage. Entschuldige bitte, Willem war den ganzen Tag sauer und du warst weit und breit nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Ich mache nichts anderes, als meiner Mutter Wäsche zu bringen, Inkontinenzeinlagen durch die Gegend zu tragen, den ganzen Betrieb hier zu organisieren und noch nebenbei dafür zu sorgen, dass unsere Kinder nicht total verwahrlosen. Das Finanzamt wird kaum darauf Rücksicht nehmen. Ich habe Margret angerufen. Du warst nicht bei ihr. Gestern nicht und auch nicht heute. Spionierst du mir nach, ja? Ausgerechnet du? Woher willst du eigentlich wissen, dass sie dich am Telefon überhaupt erkennt? Weißt du, sich um jemanden zu kümmern, das ist was anderes, als mal eben so ein paar Nummern irgendwo einzuspeichern. Helen. Mensch, weißt du was? Lass mich einfach in Ruhe. Ich gehe Lizzie abholen, sonst wird sie klitschnass. Lass das, Helen. Sie will keine kleine Tochter mehr sein. Hallo, Lizzie, mein Schatz. Was machst du denn hier? Bei diesem unsicheren Wetter wollte ich dich lieber mit dem Auto abholen. Ich kann hier jetzt aber nicht weg. Papa musste aus dem Haus, er hat das neue Baby gebissen. Nee. Versteht das einfach nicht. Totales Heimweh. Ja, so ist das eben manchmal. Wenn die Situation immer schwieriger wird. Lizzie! Lizzie, wo steckst du? Das ist Hannes. Hallo. Hallo. Du wolltest doch die Katzen füttern. Ich wollte meine Tochter jetzt eigentlich mit nach Hause nehmen. Ich kann jetzt sie nicht weg, Mama. Na komm, Papa wartet mit dem Essen auf uns. Ist okay. Tschüss. Tschüss. Du leistest wirklich einen Haufen Arbeit für dieses Tierheim, ohne ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Da musst du dich doch nicht auch noch anlaufen lassen. Hör mal, wie steht er denn jetzt da? Er hat einfach fest mit mir gerechnet. Ben ist übrigens wieder da. Du weißt doch, der Sohn von Corinna. Das muss toll gewesen sein in Australien. Vielleicht wäre es doch auch ganz schön, wenn wir mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen, hm? Aber kurz in die Stadt fahren? Was meinst du? Ein hübsches Kleid kaufen? Dann kann Petra dir auch gleich mal die Spitzen schneiden. Und dann gehen wir ein Eis essen. Hm? Ja, so ist es im Leben.
ist seiner Mutter hilflos ausgeliefert. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Entschuldigung, ist Daniel irgendwo? Ja, bestimmt. Wir haben gerade geduscht. Sie sehen übrigens toll aus. Ah, übrigens, Ihr Mann. Der hat für Sie einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Ja, danke. Ob Ehen so enden? Mit einem Zettel auf dem Küchentisch? Aber du hast dein Handy nicht an. Marienkrankenhaus, erster Stock, Wachstation. Ich fahr schon mal mit dem Taxi da hin. Peter. Sie war wach, als ich kam. Aber sie wusste überhaupt nicht, wo sie war. Sie haben mir ein Beruhigungsmittel gegeben. Der Arzt meint, es sei ein glatter Bruch. Mamilein. Franziska. Wie fühlst du dich? So komisch geträumt. Aber zum Glück war es nur ein Traum. Vorhin war so ein Mann da. Der ist immer noch da, schau mal. Na, Margaret. Dich werde ich nicht vergessen. Dich werde ich immer lieben. Hast du Schmerzen? Was machst du denn hier? Du wurdest operiert. Du hast dir dein Handgelenk gebrochen. Die schon wieder. Du hättest die andere heiraten sollen. Wie heißt sie gleich? Ich bin mit Helen ganz zufrieden. Mir kannst du viel erzählen. Wahrscheinlich hat Mama den ganzen Morgen versucht, mich zu erreichen. Irgendwann ist sie umhergeirrt, bis sie vor lauter Elend gestürzt ist und sich das Handgelenk gebrochen hat. Ich hatte das Handy ausgeschaltet, weil ich die ewigen Anrufe nicht mehr trage. Ob du überhaupt ahnst, was in mir vorgeht? Wir sollten Mama dankbar sein. Du, weil sie mich fast täglich für ein paar Stunden von dir fernhält. Und für Bill. Er gibt mir das Gefühl, dass vielleicht doch noch nicht alles vorbei ist. So hilft Mama uns beiden. Interessant, findest du nicht? Zumindest für einen Psychiater. Worüber grübelst du nach? Lisi hat neulich ihre erste Rose geschenkt bekommen. Sie ist keine 5 mehr. Und wer ist der geheimnisvolle Verehrer? Keine Ahnung. Scheint jedenfalls nicht sehr originell zu sein. Wer schenkt schon einer Gärtnerstochter Rosen? Ich dachte, du machst dir Sorgen wegen deiner Mutter. Darüber, was das jetzt alles für Konsequenzen haben wird und so. Daran will ich jetzt nicht denken. Franziska, was macht ihr? Mittagessen? Ja, klar. Du, ich weiß, ich hätte mich schon längst mal melden sollen, aber hier ist im Moment so viel los. Wir können über alles sprechen, nur nicht über das böse M-Wort. Mama, Menstruation, Menopause. Männer hast du vergessen. Ah, ha. Na, Nell ist froh darüber. Du, wie geht's dir? Ich kann auch schon wieder lachen. So schlimm. Mama ist gestürzt, hat sich den Arm gebrochen. Nein! Oh, Jesus. Ah, und wie geht's ihr? Das ist wirklich nicht leicht. Tut mir wirklich so leid. Ach komm, jetzt spar dir mal dein Mitleid aus der Ferne. Ich meine, ich habe wirklich auch gute Tage, weißt du? Zum Beispiel, wenn Mama uns verwechselt. Weil sie denkt, du besuchst sie. Soll ich doch kommen? Wozu? Um ihr dann einen Strauß Blumen in die Hand zu drücken. Das Taxi wartet schon wieder. Nehmt sie doch bei euch auf. Na klar, und dann kann sie hier ein paar Ponys einreiten. Ach, Mann, Franziska, weißt du, vergiss es, lass mich einfach in Ruhe. Hallo? Hallo. Warum sitzt meine Mutter eigentlich im Rollstuhl? Ist doch nicht schon wieder was passiert?
Seit sie im Krankenhaus gemerkt hat, wie schön es ist, im Rollstuhl geschoben zu werden, weigert sie sich zu gehen. Ach, das heißt, sie muss eigentlich gar nicht drin sitzen? Sie hat sich den Arm gebrochen. Sie haben versucht, mich anzurufen. Sagen Sie jetzt nicht, ich habe die Chance meines Lebens verspielt. Es war wegen meiner Mutter. Geben Sie es zu, das ist eine gemeine Lüge. Was ich noch sagen wollte, bringen Sie bloß keine Einlagen mehr mit, die haben wir hier zu Genüge. Und warum fordern Sie mich ständig dazu auf? Ich dachte, wenn Sie glauben, Sie braucht Einlagen, kommen Sie vielleicht öfter. Also auch eine gemeine Lüge. 6 Wochen gibt's, das ist jetzt wahnsinnig unangenehm für Ihre Mutter. Aber das ist das Gute an Demenz. Man vergisst auch den Schmerz. Sie werden sehen, im Nu ist sie wieder flink wie ein Wiesel. Und dann? Können wir kaum noch durchbrennen. Sie wäre sofort hinter uns her. Ciao, Mama. Also, um Mitternacht am Ententeich und bitte nur kleines Gepäck. Man bereut immer nur das, was man nicht getan hat. Ach, jetzt hätte ich fast mein Handy vergessen. Helen! Ihre Tochter ist schon gegangen. Deckchen. Gleich gibt's Essen, dann fahre ich Sie in den Speisesaal zu Ihrer Freundin, Frau von Damm. Meine Mutter hatte mich gerufen, ich dachte, sie hat vielleicht irgendwas. Bravo! Mami, wie bist du denn so schnell aus dem Rollstuhl gekommen? Okay. Keine Sorge, schon vergessen. Samstag kein Fondue. Sabine hat keine Ahnung. Steuerberatungsbüro Hoffmann und Waffenschmidt. Sie hatten einen Termin. Was sich wohl bei Sabine im Leben so tut. Von der Reinigung. Wir haben den Rock zu Ihrem Kostüm wiedergefunden. Auf Wiedersehen. Zweite neue Nachricht. Hi, hier ist Johann. Ich komme, sobald ich kann, ganz bestimmt. Dritte neue Nachricht. Hallo Sabine, ich bin's. Rufst du mich mal bitte zurück? Hat Lizzie dich erreicht? Oh, Entschuldigung, du telefonierst. Nein, nein. Schon gut, was ist mit Lizzie? Heute ist Aktionstag im Tierheim. Es soll mal wieder geschlossen werden. Sie ist schon den ganzen Nachmittag da. Wir sollen auch hin, so als Zeichen unserer Solidarität. Du siehst doch, was ich hier noch zu tun habe. Du kannst doch mal was für Lizzie tun. Euer Verhältnis ist so angespannt in letzter Zeit. Hey, Lizzie. Hey. Ich habe schon 142 Unterschriften gesammelt. Super. Und wenn diese dämlichen Affen von der Gemeinde jetzt immer noch nicht gemerkt haben, dass es uns ernst ist, dann tritt mir den Hungerstreik, hat Hannes gesagt. Ich finde, dass Hannes das nicht von euch verlangen darf. Du bist nicht Nelson Mandela. Na, jetzt machst du es erst recht. Geh doch ran. Ja, wieso? Wir unterhalten uns doch gerade so schön. Vielleicht ist Oma aus dem Bett gefallen. Ich bin ein Johann. Ist unheimlich ein Verehrer, Mama. Wahrscheinlich hat sich jemand verweht. Wenn der Name von jemandem auf dem Display erscheint, dann muss doch seine Nummer auf dem Telefonbuch gespeichert sein, oder? Woher soll ich denn wissen, wie das funktioniert? Jedenfalls scheint es ja zu gehen. Cool. So ein Handy wie ich auch.
Ich kann unmöglich sagen, dass ich das Handy gefunden habe. Vielleicht, weil es so schön ist, in ein anderes Leben einzutauchen. Möchte vielleicht jemand ein Stück Banane? Frau van Damme? So kann meine Mutter schön weiter stricken. Anfangs habe ich ein Vermögen für Wolle ausgegeben. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Nein. Fahren. Nur fahren. Hast du gut geschlafen, Mama? Mama, du darfst es nicht falsch verstehen, was da in deinem Bad war. Bill wollte einfach nur nett sein zu mir. Er hat mich einfach mal kurz umarmt. Ich weiß eigentlich auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich weiß eigentlich sehr genau, was da in mich gefahren ist. Bill wollte mich vernaschen und ich war geschmeichelt. Oh Gott, wie peinlich. Ich habe mich benommen wie eine ausgehungerte alte Kuh. Mama, vergessen ist schrecklich grausam, aber ganz selten auch gnädig, oder? Wer sind Sie denn? Ich bin Helen, ich bin deine Tochter. Na, bist zu alt, viel zu alt. Dich habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie recht haben. Ich meine, dass man immer nur bereut, was man nicht tut. Sabine? Hallo? Sabine, hörst du mich? Nein, Bill, deine Freundin Sabine kann dich nicht hören. Hier ist nur deine Freundin Helen. Erinnerst du dich? Die du mal flachlegen wolltest, als Sabine wahrscheinlich gerade nicht konnte. Guten Tag. Sie stehen im Halteverbot. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Ist das vielleicht Ihr Handy? Mein Handy, nein. Wollen Sie meine Fingerabdrücke sehen? Parken im Halteverbot, unerlaubte Müllbeseitigung, macht ein Bußgeld von 60 Euro. Wussten Sie, dass Ihr linkes Bremslicht defekt ist? Nein, aber ich werde mich sofort darum kümmern. Vergessen Sie Ihr Handy? Hannes sagt, zu der Musik von Bob Dylan sind schon Generationen gezeigt worden. Und wer ist Hannes? Dein geheimnisvoller Verehrer? Ach Quatsch. Der ist doch uralt. Solche Ideen kommt nur Mama. Sie macht sich halt Sorgen. Und wer ist es? Mir kannst du es ja sagen. Kennst du ihn? Erste Buchstabe. Ah ja, 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 ich habe schon gehört, dass er wieder da ist. Ja. Er ist einfach der Einzige, dem ich alles sagen kann. Außer natürlich dir, Papa. Hallo Familie. Hi. Was ist mit deinen Haaren los? Ich dachte, du bist gar nicht zu Hause. Du wolltest doch zu dieser Gemeinderatssitzung. Das war's Blödes. Ich bin im Auto eingeschlafen. Es stand doch hoffentlich. Ich wusste gar nicht, dass du so viel über Bob Dylan weißt. Was ist das denn? Eine Webcam.
Ich dachte, das wäre vielleicht ein Geburtstagsgeschenk für Lizzie. Und wenn du sie freundlich bittest, darfst du sie bestimmt mal ausleihen. Schau mal lieber da rein. Ich bin doch nicht blind, Helen. Was soll die Heimlichtuerei? Ich wollte dir das die ganze Zeit schon sagen. Und? Wie lange geht es jetzt schon? Na, seit du neulich hier warst, um die Akte von Willem abzuholen wegen der Überstunden. Verdammt, du hast telefoniert und warst total erschrocken. Hätte ich gleich hellhörig werden müssen. Was bin ich doch für ein Trottel? Das gibt's doch gar nicht. Seit Wochen kann ich keine Tür mehr öffnen, ohne dass du dahinter heimliche Telefonate führst. Leider ist mir erst heute Abend ein Licht aufgegangen. Im Auto eingeschlafen. Mensch, du dachtest, ich sei nicht zu Hause. Du dachtest, du hättest freie Hand. Moment mal, jetzt warte mal. Worauf? Ich darf dich ja nicht mal mehr ansehen, ohne dass du Zeter und Mordio schreist. Dabei fährst du ein paar Mal die Woche... Glaubst du etwa, dass ich fremdgehe? Hast du schon mal was von Projektion gehört? Was soll denn das jetzt wieder? Das liegt doch wohl auf der Hand. Aber lass uns bitte morgen darüber reden. Ich bin im Moment wirklich fix und fertig. Du kannst nicht immer alles verdrehen. Ausgerechnet mir unterstellst du, dabei bist du... Du erkennst mich doch nicht mal mehr, wenn du im Auto an mir vorbeifährst. Apropos, Frau von Kampe. Die Bank hat erst mal unseren Kredit abgelehnt, wegen unübersichtlicher Auftragslage. Weißt du eigentlich, wie wichtig der für uns ist? Und du? Hast du wenigstens den Versuch unternommen, dich zu entschuldigen? Kannst du einmal etwas für mich tun? Ich habe in der letzten Woche den Bescheid über die Pflegebedürftigkeit meiner Mutter erhalten. Sie wird den Rest ihres Lebens in einem Heim verbringen müssen. Ich fühle mich permanent schuldig. Was auch immer ich tue, es ist nie genug für euch. Hör auf, alles auf den Kopf zu stellen. Darin bist du wirklich Weltmeister. Warum isst du denn nichts? Hey, was ist denn los mit dir? Schmeiß doch endlich das tote Ding weg. Die ist tot? Wie kann ich denn wissen, dass sie tot ist? Sie haben Lungen, also sinken sie, wenn sie tot sind. Gib mal her. Habe ich gestern im Internet nachgelesen. Man kann ja nicht mehr mit ansehen, wie du ja jeden Morgen auf die Leiche einredest. Und wenn sie noch lebt? Na, dann macht sie schon wieder auf. Du musst aufpassen, sie beißt. Jetzt nicht mehr. Was hatte sie denn? Man darf sie nicht auf Sägespäne legen, davon kriegen sie Staublunge. Das weißt du aus dem Internet? Ja, klar. Ich bin doch kein Schildkrötenexperte. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Die sehen so traurig aus. Wir hatten einen Todesfall in der Familie. Da nicht die Oma. Die Schildkröte der Oma. Also, wenn man sie so anschaut, dann hat man irgendwie gar keine Angst mehr vor dem Alter. Das soll sicher ein Kompliment sein. Ja, hallo? Lissi, mach doch wenigstens die Tür auf. Herr Franziska. Du, ich wollte noch mal mit dir über Mamas Wohnung reden. Du, es tut mir leid, aber ich kann nicht länger warten. Die Wohnung muss noch vor den Ferien aufgelöst sein. Ich würde sofort kommen, wenn der Flug nicht so teuer wäre, echt. Okay, ich schaue einfach, was ihr an Hausrat und Möbeln in ihr neues Heim mitnehmen kann. Huh? Und den Rest gebe ich weg. Das kannst du doch nicht machen. Die schönen Bilder. Und was mit dem alten Buffet? Willst du das etwa auch weggeben? Du kannst doch nicht einfach ihr ganzes Leben weggeben. Sag mal, findest du Küssen das also ich selbst? Bin überhaupt nicht. Schau. Ein geiles Aftershave, oder? Ja. Ist vom Papa. Ja. Das hast du auch schon. Jetzt echt? Hallo, Helen, hörst du mir überhaupt zu? Du weißt du was, komm einfach vorbei und such dir was aus. Deine Mutter ist übrigens cool. Na, es geht. Aber warum schickt sie Rüschen? Rüschen sehen so verzweifelt aus. Regelmäßig zu Pulver zermahlene Eierschalen zu fügen. Ich sah dich gerade mit den Kartons ankommen. Tag, Helen. Hey. Es ist also soweit.
Wenn du bei der Abstellkammer angelangt bist, musst du mir kurz Bescheid geben. Ich habe da noch ein paar Sachen untergebracht. Mir gehören Margret und ich haben das immer so gehalten. Wir waren füreinander da. Ellie, sage doch einfach nicht, dass... Alt werden ist nicht leicht, Ellen. Niemand interessiert sich für alte Leute. Da ist doch so ein langes Leben eigentlich zu gar nichts Nütze. Ab und zu hat es den Anschein, als sprechen wir eine andere Sprache als der Rest der Welt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Die Schildkröte ist tot. Nein. Doch. Ja, ja, ich hatte ja auch nicht das Büchlein von meiner Mutter, in dem alles drinsteht, wie man sie behandelt. Gustav ist tot. Gustav? Sie hat doch die Schildkröte nach deinem Vater benannt. Ellie, wenn du sie triffst, dann erzähl ihr nichts davon. Nein. Weißt du, sie fragt eigentlich auch nie nach Gustav und sag ihr auch am besten gar nichts von der Wohnung. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du das hier alles nicht mit Margret abgesprochen hast. Es gibt doch gar nichts mehr abzusprechen. Irgendwer muss es doch machen. Hey. Hey. Die Freundin von Oma ist gestorben und ich soll dir sagen, dass Oma gern zur Beerdigung gehen möchte. Welche Freundin? Ellie? Ellie Schneider, ihre Nachbarin? Mit der habe ich doch gerade noch gesprochen. Nein, die Frau Van Damme aus dem Heim. Aber die kannte sie doch kaum. Wieso? Die haben noch mal am selben Tisch gesessen. Das mit ihrem Tod beschäftigt Oma sehr. Woher willst du das wissen? Sabine hat angerufen. Wer hat angerufen? Sabine, die Tochter von Frau Van Damme. Du bist eben nicht die Einzige, die Oma besucht. Du bist nur die Einzige, die ständig an sich selber denkt. Die Beerdigung ist übrigens am Donnerstag. Na, da hat Lissi doch Geburtstag. Diesen Eingefallen kannst Oma doch tun. Ach, wieso kann Frau Van Damme, deine Freundin aus dem Heim, nicht wenigstens ein klein bisschen Rücksicht nehmen? Wieso stirbt sie so kurz vor Lissis Geburtstag? Die Mutter von Sabine. Was machst du hier? Guten Morgen. Oh nein. Wen hast du denn alles eingeladen? Das finde ich überhaupt nicht gut. Das wäre doch Lissis Sache. Lissi wird nur einmal 14. Du denkst zu viel für sie. Das ist dein Problem, Helen. Du traust ihr nichts zu. Ich muss los, ich habe noch zu trauern. Es tut mir unendlich leid für Sie. Meine Mutter wird Sie auch vermissen. Sie haben sich so wohlgefühlt miteinander. Ja, das haben Sie. In Schweigen versunken. Sie haben Glück, dass Sie Ihre Mutter noch haben. Sehen wir uns gleich auf der Beerdigung? Ja, sicher. Das ist ein großer Wunsch meiner Mutter. Bis dann. Ein ganzes Menschenleben in so einem kleinen Koffer. Ich habe deine Wohnung gekündigt und bin dabei, so gut wie alle deine Sachen zu verhökern. Dein Buffet brauchst du nicht mehr, denn du bleibst auf Dauer in einem Pflegeheim. Nichts wird dir mehr vertraut vorkommen. Denk nicht, dass du es jetzt schon schwer hast, Mama. Du wirst dich noch wundern. Und übrigens, Gustav ist leider nicht mehr. Staublunge. Ratgeberin, Vertraute und Gefährtin. Ihr größter Wunsch, die Kinder noch ein Stück des Weges begleiten zu können, musste unerfüllt bleiben. Gertrud Van Damme hat ihr Feld gut bestellt. Und sie ging, wie sie lebte. Zufrieden, im Einklang mit ihrem Lebensweg, erfüllt von Dankbarkeit. Meine Sabine. Gar nicht blond und schön. Welcher Mann mit schwüler Stimme würde sie nachts aus der Kneipe anrufen? Und Johann, der mit dem Fondue, wahrscheinlich ihr Nachbar aus dem dritten Stock mit fettigen Haaren und einem alten Dackel. Ach, Bill. Wo bin ich? Was machen wir denn da? Du musst jetzt leise sein, Mama. Du bist hier, um Abschied zu nehmen von Frau Van Damme. Das hast du dir doch gewünscht. Liebe Omi, ich vermisse dich so. Ich hoffe, es geht dir gut. Was redet Lissi da? Vermisst du doch jetzt, oder? Das ist nicht Lissi. Das Mädchen möchte etwas für seine Oma vorlesen. Ich weiß zwar nicht genau, wo das ist. Wo ist denn Lissi? Lissi ist zu Hause. Sie macht Schulaufgaben. Wer flüstert, der lügt. Einen habe ich immer dabei. Am schönsten war, dass du immer Zeit hattest.
Und dass es immer Kinderschokolade gab. Und dass wir immer gekuschelt haben. Hübsch du aussiehst. Es tut mir leid mit Oma, aber ich musste sie noch ins Heim bringen und die Trauerfeier hat einfach etwas länger gedauert. Wieso hast du sie denn nicht einfach mitgebracht? Oma war traurig und Oma war müde und sie wollte einfach alleine sein. War doch nicht Oma. Hey, jetzt freu dich doch mal, hm? Jetzt lach doch ein bisschen, du bist umgeben von lauter netten Menschen, die dich mögen, hm? Schau doch mal, Ben ist ja auch da, komm her. Hey, hey. Erinnert ihr euch nicht? Ihr habt doch schon zusammen im Sandkasten gespielt. Mama. Und gleich kommt wieder, mit 3 Jahren wart ihr verlobt. Und mit 3 Jahren wolltet ihr euch verloben. Oh, du siehst aber toll aus heute. Hm? Findest du? Ja. Lissy. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Lissy. Happy Birthday to you! Ach, Lissy, hier bist du. Wollen wir nicht die Torten anschreiben? Hm? Ich denke, jetzt sind so ziemlich alle da. Die zerlaufen doch langsam. Oh, dieser geschraubte Ton. Na los, komm, Lissy, komm! Das Leben ruft! Klingt schon genauso wie Oma. Zum Geburtstag. Dankeschön. Helen, wo ist die Geburtstagstorte? Ja. Keine Kerzen? Peter, das hier ist doch kein Kindergeburtstag. Oh je, wir sind ja schon in der Phase. Na, bei dem Freund. Sag mal, wie alt ist der eigentlich? Der hat doch bestimmt schon Frau und Kinder zu Hause. Das ist nicht ihr Freund. Na. Also bei mir würde sich bei dem Anblick das Herz im Leib umdrehen. Such doch mal eine 14-Jährige vor so etwas zu beschützen. Egal, was ich sage, egal, was ich tue, es bewirkt immer nur das krasse Gegenteil. Na klar wird das in Tränen enden. Ihre Tochter hat angerufen. Da war sie nicht mehr zu halten. So wie um mir das zu sagen. Hallo. Sind Sie nicht ein bisschen zu alt für eine 14-Jährige? Meine Tochter ist noch minderjährig. Oh, da verstehen Sie jetzt aber was völlig falsch. Ah ja? Da wäre ich aber wirklich sehr beruhigt. Okay. Ich glaube, ich gehe lieber. Ich bin hier eher unerwünscht. Tschüss. Sag mal, kannst du eigentlich immer nur an das eine denken? Kommt das von deinen Hitzewallungen, dass du immer und überall Sex witterst? Du bist so endpeinlich. Krass. Will Helen wieder Sex haben? Mama, du bringst ja was durcheinander. Neulich in meinem Zimmer. Helen, Sex. Margret, wollen Sie sich ein bisschen hinlegen? Du warst doch auch dabei. Helen und Bill, mein Zimmer, Sex. Lissy, jetzt bist du schon 14 Jahre alt.
Gustav. Eine Schildkröte nach dem verstorbenen Mann zu benennen. Was jetzt wohl alle von mir denken. Ich muss hier weg. Wir ziehen in eine andere Stadt oder auf einen anderen Planeten. Aber was wird dann aus der Gärtnerei? Und Peter? Ob er überhaupt mitkommt? Helen, wie schön. Du bist mir nicht mehr böse? Doch schon. Durchkommen? Nee, bleib, wo du bist. Helen, was ist los? Ich habe Lissy blamiert. Und das auch noch vor der halben Stadt. Und dann hat Mama das Biest allen erzählt, dass ich mit dem Pfleger Sex im Badezimmer hatte. Und hattest du? Es war irgend so eine Knutscherei. Wow, und daran hat sich Mama erinnert? Franziska, bitte. Was machen jetzt mit Peter? Aber es glaubt dir doch keiner. Alle? Sie war so überzeugend. Weißt du was? Du erklärst es Peter und bei Lisi entschuldigst du dich. Was ist schon dabei? Du bist auch nur ein Mensch, wenn auch in einer etwas anstrengenden Phase. Ein Monster. Lissy, ich wollte mit... Wo bist du nur gewesen? Ich bin froh, dass du wieder da bist. Willst du nicht reinkommen? Jetzt komm, wir sind alle weg. Ich bin geworden, was ich nie im Leben sein wollte. Eine Mutter, vor deren unberechenbaren Auftritten man als Kind eine Heidenangst hat. Bei der man nie weiß, was einem als nächstes bevorsteht. Ich bin genau wie meine Mutter. Keine Ahnung, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Für meine Mutter, für mich, für... Und das andere stimmt also? Bedingt. Helen, bitte. Was soll denn das? Hattest du was mit diesem Bill oder nicht? Kein Sex. Gott, das war alles so peinlich. Wir haben geknutscht und dann stand Mutter plötzlich vor uns. Wie lange geht das schon? Das war nur diese eine einzige Minute. Ein Ausrutscher für ungefähr 60 Sekunden. Und frag mich jetzt bitte nicht, warum, ich weiß es nicht. Dieser Mann bedeutet mir nichts, absolut gar nichts. Es ging da einfach nur um mich. Weißt du, ich ticke irgendwie nicht mehr richtig. Hältst du mich für gestört oder verrückt oder durchgeknallt oder was? Schon ein bisschen in letzter Zeit. Von meiner Mutter geträumt. Ich wollte, sie wäre tot. In deinem Traum? In Wirklichkeit. Ich wollte, sie wäre an diesem Infarkt gestorben. Vielleicht wäre es besser gewesen, aber es ist nun mal anders gekommen. Meinst du eigentlich, nur dir geht es so? Ich habe auch Angst vorm Älterwerden.
nicht mehr gebraucht zu werden. Die Kinder gehen aus dem Haus. Die Gärtnerei macht wer anderes. Wir werden grau und die Hüfte tut weh. Ich höre auch gern, dass es noch lange nicht so weit ist. Das ist im Moment eine harte Zeit für dich, Helenchen. Aber sie geht vorbei. Ja, ist ab Franziska auch immer. Siehst du, du hast lauter vernünftige Menschen um dich. Abgesehen von meiner Mutter. Abgesehen von deiner Mutter. Bist du schon so groß wie ich? Ich fahre zu Kali. Daniel, danke. Kein Problem. Meine Kleine, ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Ich muss mit dir reden. Ich will jetzt nicht darüber reden. Hallo Ben, na? Wie fühlst du dich wieder zu Hause? Okay. Hast du zufällig Lissy gesehen? Klar. Na, Lissy hat ihm doch den Ferienjob in der Zoohandlung besorgt. Gut, ich muss da mal, ne? Kann später werden heute. Ja, ja. Entzückend, Süße. Und Helen, was machen deine? Sie sind auf der Flucht vor mir. Ach, das gibt sich. Und sonst, wie geht's deiner Mutter? Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, dass Häftlinge besser dran sind als Alte in Pflegeheimen. Die haben mehr Quadratmeter, mehr Zuwendung, mehr Abwechslung und verbringen wahrscheinlich sogar mehr Zeit an der frischen Luft. Das ist doch Quatsch. Ja, eigentlich mal davon gehört, das soll doch jetzt so ein Mittel geben gegen das Austrocknen. Na klar, Laiengel. Gibt's in der Apotheke. Man versucht es nicht mit Wodka und schwarze Unterwäsche wie andere Frauen auch. Ich hab was vergessen. Ich komme morgen noch mal wieder. Mach nicht, das wird schon. Hi. Was machst du denn hier? Nichts. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Und ihr habt dein Rad draußen stehen sehen. Ben hatte mir erzählt, dass er jetzt hier arbeitet. Wollte ich mal fragen, wie du dich hier so fühlst. Ja, ist echt cool hier. Keine Sorge, ich bin ganz entspannt. Ist okay, Mama. Er findet's cool hier. Ja, ich gehe auch schon. Zahlst du mir das wegen deiner Party? Ja, irgendwann. Aber auch nur, weil du selber ziemlich in der Scheiße steckst. Ja, das kannst du überhaupt sagen. Oh Mama, was machst du denn schon wieder? Ich dachte wegen Oma. Jetzt, wo die Schildkröte tot ist, würde sie sich darüber vielleicht freuen. Und die Dinger sind aber auch schwer und glatt. Aber wir haben ja noch mehr im Lager. Was für Fische wollen die denn? Mein Gott, war ich dumm. Ihr wart doch schon im Sandkasten verlobt. Ich muss mich für neulich wohl bei Ihnen entschuldigen. Kleiner Östrogenschub. Mein Mann hat nichts damit zu tun. Also mit dem Östrogenschub meine ich. Es heißt natürlich auch nicht, dass meine Hormone nicht nach wie vor funktionieren.
mein Gott, was rede ich denn da? Was ich sagen will, das sind die Wechseljahre, verstehen Sie? Kennen Sie sicher von Ihrer Mutter? Ja, schön, dass wir so offen miteinander reden können. Aber sonst cooler Auftritt, oder? Frau von Campe war sehr beeindruckt. Ah ja? Ja. Ich war bei Margret. Es geht ihr gut. Und es gibt eine gute Nachricht. Sie kann im Sonnenhügel bleiben. Weiß zwar nicht, wie wir das schaffen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wo sind die Kinder? Daniel und Carly üben schon mal Zelten in Carlys Garten. Lissy hat mich angelächelt. Wir sind völlig ungestört. Ich glaube gar, das gab's zuletzt vor 15 Jahren. Wieso habe ich eigentlich geglaubt, dass ohne mich nichts geht? Ich habe eine tolle Familie und ich liebe sie alle. Ich muss mich damit abfinden, Tochter zu sein und Mutter und Frau. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber wer weiß das schon. Es war doch immer gut. Irgendwie. Thank you.